JFT Just Fair and Direct. Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, je nachdem, wann ihr als erlauchter Zuschauerkreis das heutige Webinar seht. Fühlt euch auf jeden Fall willkommen zum heutigen dritten Akt der, sage ich mal, preisgekrönten Marktaction hier rund um und von JFD. Nämlich ihr seht das, wir sind hier bei der technischen Clusteranalyse inklusive Trading-Ideen, liebe Freunde des Handels, und deswegen auch gleich mal der Slide. Will auch hoffen, ihr könnt mich hören und auch sehen. Deswegen am besten gleich mal ein Feedback in den Äther von euch zurück im Rahmen der Kommunikation. Auch gleich mal getestet, ob die Tasten funktionieren, falls Fragen, Anregungen oder dergleichen bestehen. Ich sehe auf jeden Fall, dass der liebe Andreas dabei ist und heute Morgen hoffentlich das Radar wahrgenommen hat rund um den US-Dollar-Yen. Währungen sollen heute aber nicht im Fokus stehen. Keine Sorge für alle Fans der Aktien und Indizes. Ich möchte mit euch erstmal ein Stück weit auf den Gesamtmarkt schauen und hier und da Cluster entdecken und heute mal fern dessen. Wir sehen nämlich hier unser Duo, also vielmehr meine Wenigkeit und den lieben Bernd, der aber heute leider nicht dabei sein wird. Und insofern würde ich heute, wie zuletzt ja häufiger immer genutzt, auch den Seasonal Bull mal ein Stück weit ausblenden und vielmehr mal Seasonex nutzen wollen, wo auch wir bei JFD eine Kooperation hegen. Ergo, ihr könnt es hier auf die Rechnung, auf die erste Rechnung, ob das jetzt eine Monatsrechnung, Halbjahresrechnung oder Jahresrechnung ist, einen saftigen Rabatt einfahren für die, die Seasonex nutzen wollen und noch nicht kennen. Und insofern heute mal eine Clusteranalyse mit einem anderen Seasonal Tool. Und ich möchte gleich ergänzen, im Rahmen unserer Partnerschaft kommt da in Kürze noch ein drittes Feature. Das, wie gesagt, aber gleich mal mehr. Kurz das Intro hier heute eben zur Clusteranalyse. Und wie immer, ihr wisst, dass der Risikohinweis, liebe Freunde des Handels, wenn ich eine Aktie bespreche, einen Index oder auch etwas anderes rund um das Anlageuniversum unsererseits aus JFD Brokers heraus, sind das natürlich keine Anlageempfehlungen für euch zum Nachahmen, sondern meine subjektive Einschätzung, Marktprognose, Diagnose und natürlich am Ende des Tages meine eigene Darstellung, ja, subjektive Meinung, also keine Handelsempfehlung für euch. Ihr müsst mit eurem eigenen Wissen und auch Risikoansätzen hier an den Märkten agieren. Wir können euch hier eben zeigen, wie wir es machen, und ihr solltet es an der Stelle da natürlich auch am richtigen Marktzugang setzen. Das sehen wir hier, JFD, und da wird es in den nächsten Monaten, will ich mal sagen, auch die ein oder andere Veränderung geben. Ihr wisst das, wir sind ja einerseits von Brokers zur Bank gehuscht, als wir die Wertpapierhandelsbank vereinnahmt haben. Dann haben wir den Relaunch zu Brokers vollzogen, und das vollzog sich hier und da vielleicht auch mit Stirnrunzeln, weil der eine sagt, warum denn jetzt wieder ein Change, und hier und da faktisch. Ihr dürft euch darauf freuen, dass wir hier in naher Zeit, wahrscheinlich Anfang 2024 und im Laufe des ersten Quartals, dann nochmal einen kleinen Relaunch machen, um auch hier nochmal richtig anzugreifen. Ja, es ist ja recht ruhig geworden in den letzten ein, zwei Jahren rund um JFD. Das heißt, wir haben nicht geschlafen, nur haben wir weniger Attraction gemacht, und das wird sich in zeitnaher Zukunft eben ändern. Okay, so viel mal zur Vorrede hier. Erstmal das Tool, was ich heute ein Stück weit mit in den Fokus nehmen will. Das ist sozusagen Seasonex.com, die HTML, also die webbasierende Plattform, nennt sich aber selber App, die Seasonex Apps als solches. Hier haben wir den Dimitri und die liebe Thea. Ihn schätze ich genauso wie Sie sehr, weil schon lange am Markt, und auch hier tatsächlich will ich sagen, durch Dimitri bin ich überhaupt auf diese Seasonals gekommen. Also ich selbst vor mittlerweile dann doch 15 Jahren, zur Finanzmarktkrise, kurz danach fing es an, eben in die Märkte eingetaucht und eben auch vorher klassische technische Analyse, vielerlei Trading-Ambitionen, Rainbow Trading hatte ich mir damals auch schon auf die Fahne geschrieben, nur ich hatte auch noch einen gewissen Edge vermisst, und das rein statistisch bezogen lieferten und liefern mir eben die Seasonals. Ja. Ihr wisst um die Tatsache, dass wir den Seasonal Bull haben, der ja auch hier, jetzt will ich noch mal kurz euch den Seasonal Bull zeigen, dass unsere Webpage praktisch ein
Paralleluniversum zum Seasonex, der nach einer anderen Art und Weise die Märkte screent. Aber am Ende des Tages, und da will ich heute, wie gesagt, nur temporär drauf eingehen, am Ende des Tages die Märkte letztlich darstellt in einem Screening-Model, was dann hier klarerweise die entsprechenden Assets anzeigt und darüber hinaus hier dann auch immer Chance-Risiko-Verhältnisse im Chart direkt projiziert. Wer das noch nicht kennt, sollte mal auf die Seite schauen und auch hier den Newsletter nutzen, denn da gibt es, wie gesagt, immer wieder Einblicke und insofern kopiere ich euch das doch direkt mal rein. Andreas, falls du online bist, Twitch-Zuschauer, ich meine, ihr könnt alle die Tasten bedienen, seasonalbull.de, da haben wir im Prinzip eben den Zugang. Und das ist praktisch eine andere Art der Darstellung, denn wie ihr hier seht, haben wir praktisch, und das sind alles Assets aus unserem JFD-Universum, hier eine Filterung, ähnlich wie bei Seasonex, nur klarerweise hier dann im Chart direkt auch noch eine, ja, ich sag's mal, sequenziellere Darstellung der Setups. Also man sieht direkt auch Chance-Risiko-Verhältnisse, man kann den Chart direkt bedienen, aus dem Chart abfeuern. Und das ist der entscheidende Unterschied, da hier in Seasonex freiligerweise auch Pattern angezeigt werden. Wir werden uns gern zum Beispiel BlackRock anschauen mit entsprechenden Auswertungsdaten, vielerlei Features. Nur kann ich eben hier nicht direkt da abfeuern, will ich sagen, direkt den Trade starten bzw. adjustieren. Ich kann hier viel analysieren. Beim Seasonal Bull hast du das praktisch eben alles mit im MetaTrader Firm in der Plattform am werkeln. Ja, das heißt, du hast hier den Baukasten praktisch schon, den Werkzeugkoffer direkt dabei und kannst hier loslegen. Wie gesagt, auf die Webseite geschaut, Newsletter hier, das sind dann die Börsenbullen, da ist dann auch noch der Forex Bull dabei. Seht ihr, was wir da sozusagen darbieten und keine Angst, hier wird euch keine Waschmaschine verkauft, sondern schlussendlich einfach in Anführungszeichen Informationen übermittelt. Ja? Und am Ende des Tages, wie ich immer zu sagen pflege, probieren geht über studieren. Am Ende muss jeder selbst wissen, was einem taugt, was er von Benefits sieht, wo seine Trading-Ausrichtung liegt, wo er selber seinen Fokus sieht. Und der Seasonal Bull ist halt an der Stelle ein Swing-Trading-Tool und der Forex Bull vielmehr ein Intraday-Trading-Tool. Tool, wie der Name dann auch schon sagt, mehr für den Forex-Markt gedacht. Das, wie gesagt, schaut es euch gerne mal auf den Seiten an. So, jetzt habe ich relativ lange ein Intro gestartet, das war eigentlich gar nicht mal der Plan und insofern wollen wir da mal ein Stück weit in die Markt-Action gehen. Ich habe, wie gesagt, eine interessante Aktie dabei, auch, die ist mir gestern untergekommen, vor dem Hintergrund eines Aktienrückkaufprogramms. Wenn man hier und da eben mal auf Stock 3 liest, bekommt man ja durchaus auch Inputs und das war eine fundamental interessante Nachricht, obgleich die Aktie selber, ich sag mal, in ein gewisses Risiko geht, nur wenn eben das Unternehmen und insbesondere auch der Chef, CEO und Co. hier 17% der Aktien zurückkaufen und sich dafür auch verschulden, dann ist das durchaus interessant und deswegen denke ich mal, lohnt der Blick auf den Chart durchaus. So, hier wie gesagt, will ich mit dem DAX beginnen und da auch gleich mal der Hinweis, ihr könnt es, wie gesagt, hier direkt aus dem Chart heraus auch handeln, nämlich mit eben diesem Trade-Button und da sind wir praktisch auch verbunden mit dem Broker-Login. Auch das nochmal als kleine Information, liebe Freunde des Handels. Wir haben hier mit Stock 3 eine jahrelange, lang andauernde Kooperation. Da sind wir sogar auch schon gerade reingeflogen als Logo-Set, denn man hat hier tatsächlich die Möglichkeit, über Stock 3 im Chart auch zu handeln. Auch das ist natürlich wieder eine, ich sag's mal, Finesse der an der Stelle sich darbietenden Tools, die praktisch wir in Kooperation natürlich mit Stock 3 hier aufgesetzt haben. Und das Handeln aus dem Chart heraus ist doch für viele, sage ich mal, Marktteilnehmer dann durchaus etwas Notwendiges. Früher gab es das gar nicht so interessant. Interessanterweise, da hat man immer den Broker nebenbei gehabt. Aber mittlerweile ist es fast schon Uso, dass du aus dem Chart heraus handeln möchtest. Das ist natürlich gerade fürs kurzfristige Trading mit dem MetaTrader sehr gut umsetzbar. Swing Trading gern auch hier dann praktisch bei Stock 3 umsetzbar. So, was ich hier auch noch habe und ganz spannend finde, bevor wir jetzt dann auf die eine oder andere Aktie auch eingehen, ist hier bei Stock 3 dieser Fundamental-Button, der Score-Button. Den schauen wir uns auch an, weil heute, wie gesagt, Cluster-Analyse, ihr wisst das, wir schauen auf Seasonals, wir schauen auf Fibonaccis, wir schauen auf charttechnische, sage ich mal, Konstellationen, die eben eine Cluster-Entscheidung herbeiführen. Was ich aber beim Anlegen selbst wichtig finde, sind zum Beispiel auch Fundamentals.
Und du hast hier bei Stock 3, hier sehen wir jetzt am Beispiel von PayPal, eben verschiedene fundamentale Bewertungskriterien, die sich anhand von diversen Überschriften, ihr seht das hier, Qualität, Verschuldung, Dividenden, Aktienrückkäufe, Wachstumsprogramm, KGV-Entwicklung und dergleichen zusammensetzen. Und dann hast du hier sozusagen einen Summary Score. Das heißt natürlich nicht, dass wenn du jetzt einen Score von 0 hast, die Aktie tendenziell schlecht ist und du einen Score von 99% hast, hier die Aktie durch die Decke gehen muss. Wir können uns auch gern Tesla anschauen, wo auch viel Zukunftsmusik mit der künstlichen Intelligenz jetzt wieder gespielt wird. Die Margen aber rückläufig sind und man natürlich am Ende sehen muss, ob das alles Sinn macht. Aber es ist natürlich trotzdem etwas, ich weiß gar nicht, wie der Score bei Tesla ist, den schauen wir uns dann gerne mal an, etwas, was man kombiniert nutzen kann. Ja? Und deswegen auch heute dieses Aktienrückkaufprogramm der Aktie, die ich dann gleich vorstellen werde. Da wollen wir noch ein bisschen zurückhalten. Vielleicht hat der eine oder andere ja eine Idee oder hat auch schon mal selber diesen Artikel vielleicht gelesen, dann gerne in den Chat geschrieben. Aber schlussendlich, wie gesagt, möchte ich auch heute ein Stück weit die Fundamentals kombinieren. Wer hier die PayPal-Aktie im Besitz hat, PS, ich habe im Rahmen dieser Schwäche tatsächlich eingekauft. Die Offenlegungspflicht muss ja hier dargeboten werden. Also ich bin tatsächlich PayPal-Aktionär, auch weil ich tatsächlich PayPal schon seit Jahrzehnten nutze, witzigerweise. In der letzten Zeit sogar aktiver als noch früher, will ich sagen. Die Idee mit dem Krypto-Coin oder Token ist es ja vielmehr in dem Fall, muss man jetzt dann mal in Frage stellen. Aber wenn es denn PayPal-Aktionäre gibt, hier in der erlauchten Runde, kann ich natürlich auch gern nochmal über PayPal schauen. Also wenn das Interesse da ist, bitte gerne in den Chat schreiben. Es soll ja auch ein Stück weit interaktiv sein, Leute. Ja, das ist auch wieder beim Webinar etwas, wo mir natürlich am Herzen liegt. Ich bin natürlich hier der Alleinunterhalter schlussendlich, aber ihr seid natürlich die Zuschauer. Und wenn da Fragen vorliegen oder Interesse für den einen oder anderen Wert besteht, dann muss oder müsst ihr mir das einfach mitteilen. Also schlussendlich, BlackRock will ich mir anschauen, dann den entsprechenden Aktienrückkaufwert und entsprechend unter Umständen PayPal. Jetzt schauen wir aber erstmal auf den lieben DAX. Das ist wahrscheinlich für euch das beliebteste Underlying, was auch hier immer hoch im Kurs bei jeglichen Webinaren natürlich steht. Und nun ja, ähnlich wie der Bitcoin so ein Stück weit seitwärts dahin sieht, tut der DAX Ähnliches, allerdings auf hohem Niveau, auf Rekordniveau. Ja, ich will jetzt gleich mal den ganz großen Chart, oder ich könnte jetzt auch den Wochenchart hochladen, aber ich meine mal von der Historie mal nochmal dargestellt für euch, den Big Picture Chart vom DAX zaubere ich euch jetzt mal direkt auf den Schirm, weil ich heute Morgen auch den US-Dollar-Yen beim Devisenradar hatte, schaut euch das an, mal ein bisschen Big Picture, ne? Also Cluster ist ja auch wichtig. Aber hier haben wir einfach mal den Verlauf der letzten Jahrzehnte vom Währungspaar US-Dollar-Yen. Und da will ich jetzt einfach auch mal den großen DAX hinten anschließen. Jetzt muss ich noch den richtigen DAX finden. Da haben wir ja auch den Kurs-DAX zum Beispiel, ja, Performance- und Kurs-DAX. Ich hoffe, an jedem von euch ist das ein Begriff, denn am Ende des Tages ist das ein signifikanter Unterschied. So. Hier mal den großen DAX. Ich gehe mal ein Stück weit raus, so ein bisschen in die Historie. Schaut, da gehen wir mal so in die 90er Jahre rein. Ich denke mal, so einen Chart seht ihr auch nicht alle Tage. Nach dem Motto, schau, die Entwicklung vom beliebtesten Index. Ich sag's mal, Deutschlands. Europaweit natürlich auch am meisten gehandelt. Da kann der Concorrent 40 oder der IBEX oder auch andere ATX-Index zum Beispiel nicht mithalten. Es ist einfach etwas, wo man sagt, das Geld fließt natürlich auch in europäische Unternehmen, obgleich jetzt gerade SAP eines der wenigen Unternehmen ist, die sich unter die Top 100 noch einreihen dürfen. Also es ist ein Trauerspiel. Und ich will hier keine Politikfloskeln dreschen, aber was da abläuft seit einiger Zeit und nun ja, wie wir die Aktienkultur wieder niederpreschen, es ist einfach bedauerlich, neben auch der Unternehmenskultur, die so ein Stück weit schwindet. Was wir hier sehen im Big Picture beim DAX, ist meines Erachtens ein sehr gefährliches Doppeltop hier oben. Ja, um das Niveau 16.400, 16.500 herum. Und wir sehen natürlich straight die historischen Ereignisse, ja, die Dotcom-Blase schlug mal so richtig durch, also richtig heftig. Die Finanzmarktkrise tat ihr Übriges. Wir hatten zwischenzeitliche europäische Zypern-Krise, gab es ja auch 2011. Wir hatten China-Krise 2015, 16, viele Ängste im Markt. Wir hatten die Corona-Pandemie, die mit unglaublicher Liquidität gestützt wurde und auch das natürlich ein bezeichnendes
Instrument der letzten Jahrzehnte im Rahmen dessen, wie die Notenbanken sich weltweit natürlich aus dem Fenster lehnen und die Niedrigzinspolitik, ich will sagen, seit der Finanzmarktkrise insbesondere, in Asien fing das ja schon ein Stück weit früher an, aber diese Politik sozusagen jetzt wieder umkehren wollen. Und klarerweise ist es so, dass natürlich Zinsen Kapitalverschiebungen erzeugen. Ja, wenn du natürlich sichere Zinsen kriegst oder bekommst, erhältst, gegenüber einem spekulativen Investment, dann ist das natürlich gerade für das große Geld sehr interessant. Und nun ja, wir haben steigende Zinsen. Es gibt wieder ordentlich Pötte. Der Witz ist, im Rahmen dieser steigenden Zinsen sind auch viele ältere Anleihen nahezu wertlos geworden. Ja, das waren ja die jüngsten Bankenkrisenpleiten aus den USA mit Milliarden Anleiheabschreibungen, weil natürlich durch den Zinsanstieg auch die Anleihewerte massiv in den Keller gegangen sind. Das ist natürlich auch ein immer wieder sich rächendes Instrument. Nun ja, die Frage jetzt nach diesen massiven Zinsanhebungen, ja, die wir jetzt dann ja gesehen haben zum Auslauf 21, drehen wir das wieder? Und man darf natürlich hier das Rezessionsthema nicht wegwischen. Wir haben vielerlei Sachen, die im Hintergrund schwelgen, von dem andauernden Krieg in Europa mal ganz abgesehen. Einfach eine Situation, wo man sagt, der Markt ist schon wirklich stabil auf sehr hohem Niveau vor diesen Hintergründen. Und ich bin ungern der Dr. Doom und will das auch nicht sein und werde es auch nicht sein, weil der DAX nämlich eins nicht getan hat. Er hat kein klares Verkaufssignal geliefert. Und hier im Big Picture, wie eingangs gesagt, haben wir dieses Doppeltop, was durchaus Rücksetzer bis 13.600, 12.400 zulassen könnte. Und da reden wir schon über anständiges Korrekturpotenzial. Nur der Markt selber am Ende des Tages gegenwärtig sehr robust ist. Und wir sind mit diesem Doppeltop in der Gefahr, dass es wirklich nochmal richtig knallen kann und könnte. Nur die Liquidität und jetzt beispielsweise eine klare Aussage der Notenbanken, hey, pass auf, bevor hier die Wirtschaft wirklich kollabiert, pumpen wir wieder Geld ins Land oder in die Märkte. Da wird sich der Kapitalmarkt bedanken, im Rahmen dessen, dass natürlich dann auch wieder die Zinsen fallen, die Anleihewerte hochgehen und auch die Aktienwerte dann entsprechend weiter steigen und der DAX meines Erachtens nahezu verdammt ist, hier die 20.000-Punkte-Marke zu erreichen. Ich glaube, das passiert früher, als dass wir wieder bei 10.000 sind. Erstmal ist natürlich dieser Abstand ein anderer, also wir sind so rund bei 15.700, ich will mal fast sagen in der goldenen Mitte, 5.000 Punkte abwärts, 5.000 Punkte aufwärts. Grundsätzlich rechne ich eher damit, dass wir die 20.000 erreichen, als dass wir zuvor die 10 nochmal sehen. Wir hatten im Zyklus, ihr kennt den S&P 500 Zyklus hoffentlich, den werdet ihr, also ich habe jetzt beim letzten Cluster-Webinar habe ich nicht gespielt. Ich zeige ihn ja immer wieder sehr, sehr gern. Aber letztlich ist es natürlich so, dass dieser Zyklus auch schon etwas ermüdet ist. Ich ziehe jetzt mal den S&P 500 rein, um für die Teilnehmer, die den nicht kennen, das nochmal darzustellen. Wir haben hier diese Korrekturphasen im 7-Jahres-Abstand. Ja, und auch hier wieder Big Picture Chart. Jetzt gehen wir bis in die 70er Jahre zurück. Das Ganze herrscht hier seit 1930 vor. UBS Research lässt grüßen. Habe ich auch einen größeren Slide zu. Interessante historische Entwicklung am Ende des Tages. Man hat hier in diesem 7-Jahres-Abstand immer wieder signifikante Allzeithochs markiert, bevor dann eine Korrektur einsetzte. Und das sahen wir hier immer sehr gut in den vergangenen Zyklen. Es blieb klar aus, hier zur China-Krise in Anführungszeichen 2015. Ja, das war im Prinzip dann tatsächlich ein Punkt, wo ich getrommelt habe buchstäblich und den S&P als Leitindex der Welt hier gern bei 1500 Punkten gesehen hätte. Also es war sozusagen mein Trader's Dream. Wir haben auch hier diese langfristige Aufwärtstrendlinie kommen mit dem Pullback oder Retest dieser Linie hier zur Finanzmarktkrise. Und nun ja, mein Traum war es tatsächlich, dass wir hier, und ihr seht das damalige Doppeltop von der weil sie hier Dotcom-Krise und Finanzmarktkrise, also 1500 einfach mal ein ganz klares Level. Und nun ja, mit diesem Zyklus einhergehend war das für mich eigentlich der Trade der letzten Jahre eigentlich, wenn der Markt dann weiter abgetaucht wäre. Nur, und das sagte ich ja zuvor, der Liquidität der Notenbank sei Dank, dass so ein Zyklus komplett ausgehebelt wurde. Ich will aber auch sagen, so ein Zyklus
passiert nicht immer. Ja, du hast immer wieder Phasen, sehen wir auch hier in den 90er Jahren, gab es auch diesen Zyklus, es gab einen kleinen Drop, ja, aber bei weitem nicht so eine Korrektur wie zur Dotcom-Blase oder eben hier zur Finanzmarktkrise. Und auch jetzt aktuell der S&P 500 im Tief in der Spitze 27% gefallen. Das ist per se ganz klar ein Korrekturmarkt. Ab 20% spricht man davon und ich denke, es ist auch hier wirklich viel Blut geflossen. Ihr wisst um die Technologiewerte, minus 60, minus 70, PayPal hatten wir vorhin eingangs, eine Aktie, die immer noch bei, ich meine, irgendwo um minus 70% vom Allzeithoch herum daddelt. Das sind natürlich Sachen, da hat sich der Markt schon ordentlich Luft genommen. Nur in den Vergleichen kann natürlich hier theoretisch auch jetzt, wenn dann gerade eine Rezession eintritt, beziehungsweise eben hier weitere Schreckensszenarien auftauchen, der Markt nochmal richtig anständig durchtauchen. Wenn ich vom Markt spreche, meine ich eben hier den S&P 500. Und Tatsache ist, wir hatten hier auch wieder diese Korrekturphase, diesen Zyklus. Und nun ja, der Zyklus ist, und da hatte ich auch den S&P mit dem Golden Cross schon früherer Zeiten analysiert, im Prinzip beendet. Wir haben die Korrektur gesehen. Sie ist nicht derart auffällig gewesen wie zur Dotcom-Blase oder auch zur Finanzmarktkrise. Nein, sie war, oder ich meine, Corona war eben ein Sondervehikel. Wir haben eine Korrektur gesehen, die per Definition eine Korrektur war. Der Zyklus hat zugeschlagen, obgleich die eigentlichen Korrekturziele hier knapp über 3250 oder um 3250 oder gar 2400, 500 Punkte, dieses Niveau hier, ja, bei weitem nicht erreicht wurde. Also ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, dass wir hier eine längere Phase der Durststrecke sehen. Jetzt kommt nur die Frage, schaut's ganz kurz her, Leute. Im Rahmen diesen 7-Jahres-Zykluses hat man ja immer wieder Korrekturphasen und Erholungsphasen gesehen. Die gegenwärtige Erholungsphase ist aber doch schon sehr ausgeprägt und ich will sagen, da gehe ich jetzt vielleicht, bevor ich den DAX nochmal covere, auf den S&P ein, der nämlich hier am Ende des Tages ja auch auf hohem Niveau tanzt. Hier übrigens dieser Death and Golden Cross Cluster-Analyse lässt grüßen. Ja, eine ganz simple Technik, Leute. Neben dem Wochendurchschnitt oder den EMA 20 auf Wochenbasis beziehungsweise auf Monatsbasis, ein hervorragender Long-Term-Signalgeber. Hier ganz klar Death Cross, wenn der 50er den 200er von oben nach unten crossed und Golden Cross von unten nach oben. Das ist natürlich hier so ein Stück weit ein Geschiebe in einem Seitwärtsmarkt. Klarerweise sind solche Trendfolgesignale, solche kleidenden Durchschnitte, die ja immer wieder nur vergangenheitsbezogen reagieren, mit Verzögerung zu sehen. Nur wenn man natürlich hier eine Abwärtstrendlinie im Chart hat, ja, klarer Abwärtstrend, wie schon gesagt, der Zyklus schrie ja nach einem Bärenmodus, der Markt kippt nach unten durch und klar, ich hätte mir noch weitaus tiefere Niveaus vorstellen können, doch der Markt zieht dann eben hier zu Jahresbeginn über diese Abwärtstrendlinie hinaus. Zack. Schönes Pullback übrigens hier an das Level von 4.165. Sackt nochmal zurück, kritische Situation, weil hier hatten wir auch schon den Golden Cross, nach dem Motto, ist das jetzt eine bullische Umkehr oder nicht. Der Markt rettete sich und vollzog hier klassischerweise wirklich den Golden Cross. Und man muss sagen, um sicher zu gehen, wir reden jetzt hier eben über Long Term, kann man nach einem Cross, negativ wie Golden, das nächste Hoch oder in dem Fall dann eben beispielsweise das nächste Tief verkaufen, Death Cross oder kaufen Golden Cross. Nach dem Motto, man spielt diese Trendanalogie. Und der Markt hat diesen Korrekturmarkt, der sich, wie gesagt, durch diesen Zyklus ja andeutete, ganz, aber leicht, mal zurück, ganz klar beendet. Ja. Mit der Kerze hier vom Januar, vom, genau, da haben wir es, vom Januar 23, mit dieser Umkehr hier. Und ich hatte ja damals in einem, ich weiß gar nicht, bis das Cluster-Webinar war, auch hier diese Widerstandslinie reingezeichnet bei 4.165. Mit der Rückkehr über dieses Niveau hier, und das war umkämpft, schaut euch das an, das war ein umkämpftes Niveau. Mit Rückkehr über dieses Niveau hat der Markt dann ganz klar das Bullensignal auch bestätigt, was wir hier per Golden Cross gesehen haben. Und der S&P schraubt sich halt jetzt weiter nach oben und ist in der Situation, und hier will ich sagen, hängt natürlich alles wirklich an den Notenbanken. Denn wenn sie die Zinspolitik weiter fortführen, gar weitere Leitzinssteigerungen erwägen, dann nehmen sie buchstäblich den letzten Wind aus den Segeln und dann glaube ich, haben wir hier eine bärische Erholung gesehen, solange wir das Allzeithoch beim S&P nicht rausnehmen und der Markt kippt nach unten,
Ich glaube aber, und das ist eine subjektive Vermutung, dass wir keine Zinsanhöhung mehr sehen werden. Ich kann mir es beim besten Willen nicht vorstellen, weil der Deal Rezession, globale Auswüchse eines, ja, sage ich mal, einer Geldpolitik, die sich dann wirklich radikal im Arbeitsmarkt, im Immobilienmarkt und in anderen Sektoren zeigt, gegenüber einer Inflation. Ich glaube, das Pendel ist relativ klar, wo es hinschlagen könnte. Und auch wenn die Notenbanken hier orakeln, sie sollen und wollen die Preisstabilität wahren. Gut, das haben sie jetzt gezeigt mit ihren aggressiven Zinsschritten, aber dadurch haben sie auch viele, sage ich mal, Schattenunternehmen, Bankenprobleme, Anleihecrashs, sage ich mal, in den Orbit geschossen, die jetzt dann auch wieder in der Folge erstmal bereinigt werden müssen. Und wenn die Zinsen weiter steigen, dann sehe ich da tatsächlich ein großes Problem. Wo man dann davon ausgehen kann, dass der S&P auch hier unter Umständen seinen bullischen Rücklauf wieder aufgibt. Ja, und dann wären wir hier möglicherweise tatsächlich in einer Phase, die ja der Dotcom-Phase oder auch der Finanzmarktkrise ähneln könnte, wo wir Rückgänge von nicht jetzt aktuell wie beim S&P -27% in der Spitze, sondern eben Rückgänge von über 50% sehen. Ja, jetzt gucken wir mal hier, das waren die -27%. Siehst du das? So, mal angezeigt. Da, ja, den Marker hier, da 27,43. Das ist der Korrekturrücklauf gewesen. Und das ist stark, das ist eine Korrektur, aber mit Verlaub, die früheren Korrekturen, die haben sich auch durch Abschläge im Bereich 45, 50 und mehr Prozent gekennzeichnet. Und es gibt freilicherweise die Dr. Dooms, die am Ende des Tages auch hier den Untergang des Kapitalismus voraussagen. Aber ganz ehrlich, an denen möchte ich mich jetzt nicht laben oder irgendwie anschließen, weil natürlich der Kapitalismus in sich so flexibel ist und uns auch sicherlich noch lange Zeit weiter beehren wird, durch dessen, dass der Markt am Ende eben hier seine Regeln macht. Und wenn der Markt seine Regeln macht, dann geht es auch gerade um das Wort Macht. Und hier ist natürlich die Verschiebung USA, China das große Thema der nächsten Jahrzehnte. Ja, von dieser BRICS-Währung, goldgestützt mal abgesehen, das Thema ist auch schon wie ein ausgekautes Kaugummi. Das ist immer wieder mal ein Thema. Der Dollar ist und wird mit Blick auf die nächsten 10 Jahre plus sicherlich weiterhin die Leitwährung schlechthin bleiben, weil eben die USA ein ganz anderes Machtvehikel haben. Und da, ja, da würde auch eine goldgedeckte Währung nichts dran ändern können. Faktisch aber zurück zum S&P. Hier die charttechnische Situation. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel fundamental gequatscht, glaube ich. Aber vielleicht interessant für den einen oder anderen, da auch mal den Blick von mir zu erhaschen. So. Der S&P, wie gesagt, gerade in einem Rücklauf, und ich habe euch ja auch versprochen, dass wir, wie gesagt, jetzt noch auf die ein oder andere Aktien gucken wollen werden. Der S&P oder beziehungsweise der September ja als Angstmonat bekannt. Jetzt gehen wir mal hier in den S&P rein. Wir nutzen, wie gesagt, heute mal Seasonal ausschließlich zu dem Seasonal Bull und den Vorteilen habe ich ja vorhin schon genug gesagt. Der Link ist auch noch drin. Schaut euch das gern genau an. Das ist praktisch heute ein Pendant zu dem Börsenbull und dem Seasonal Bull als solches. Nur was wir hier sehen, mit den letzten 25 Jahren nehmen wir natürlich die Dotcom-Blase mit rein und die Finanzmarktkrise, wo es eben dann hier nach dem Sommer so richtig schepperte. Ja, das dürfen wir an der Stelle natürlich nicht vergessen. In dem 95 Jahre Verlauf, so jetzt machen wir hier, ja, der S&P während der letzten 95 Jahre, das hier der aktuelle Zeitpunkt überhaupt, damit das noch ein bisschen sinnbildlicher wird. So, jetzt haben wir das Ganze indexiert. Da wird nochmal die einzelne Bewegungsphase unterstrichen. Wird deutlich, dass der September ein per se sehr schwacher Monat ist und das bis zum Jahresausklang sich dann praktisch dahin zieht. So, indexiert, wie gesagt, auf die einzelnen Handelsmonate beziehungsweise auf das einzelne Jahr. Im Overall View sind wir eben hier dieser Thematik unterworfen, dass die Märkte zum Steigen verdammt sind. Wir haben es mit dynamischen Zahlen zu tun. Und wir sehen auch hier, dass dieser Dip September, Oktober sehr, sehr auffällig ist, um dann zum Jahresende diese bekannte Jahresendrallye zu starten. Und das übrigens im 95-Jahre-Verlauf. Und wenn wir da auf die letzten 10 gehen, sehen wir aber auch einen Drop im September. Auf die letzten 5 sehen wir einen Drop im September, der übrigens, sitzt das, relativ nah vor der Tür steht. Und mit Blick auf die letzten 25 Jahre zieht sich noch ein bisschen hin. Nur ist das eben eine Korrekturphase und eine Schwächephase, die sich jetzt aktuell eben
weiter fortsetzen könnte, ohne den großen Korrekturmarkt jetzt herbeirufen zu wollen. Ja, einfach nur gesund nach oben steigend, weil ich habe hier zuvor vom Allzeithoch des S&P bis zum Tief diese entsprechende Performance dargestellt. Und das Gleiche mache ich im Prinzip jetzt auf der Nordseite. Wir dürfen nicht vergessen, dass vom Tief im Oktober der S&P, und wir reden hier über den breiten Index der USA, sitzt, das um 32% gestiegen ist. Und diese Massivität bedarf natürlich auch gewisser Konsolidierung. Und was würde sich nicht besser eignen als eben eine Handelsphase wie der September, der ja generell schwächer ist. Ja, und bislang halten wir uns eigentlich ganz gut. Aber wir sehen, dass der September schon mal schwach begonnen hat. Aber wir halten uns generell hier noch auf hohem Niveau. Jetzt darf gesagt werden, und ich gehe dann auch gleich zum DAX nochmal, dass wir trotz alledem mit dem Hochs der letzten Tage einen kurzfristigen Abwärtstrend auflegen können. Man könnte sich sogar versuchen, schon so einen Abwärtstrendkanal hier einzuzeichnen, oder das ist ein bisschen zu viel Mal nach Zahlen aktuell. Ja, mal mit dem Tief hier, ich will es mal so in den Chart legen, aber darstellen, und das ist jetzt triggermäßig sicherlich interessant für euch, dass wir hier einen Bereich haben, der ja beachtet werden soll. So möchte ich es mal zusammenfassen. Zwei Bereiche. Ich mache das jetzt ein bisschen kurzfristiger und will den S&P im Prinzip hier an den Stellen einfangen. Also wohlwissend, dass, und da kommen wir jetzt eben zu beiden Szenarien. Einmal das, ich sage es mal aktuell, gestützte Konsolidierungsszenario im Rahmen der schwachen Saisonalität. Und andererseits das Bull-Szenario, wenn es jetzt eben direkt weiter nach oben geht. Und da haben wir hier relativ klare Triggermarken. Wir haben hier die Tiefs aus der letzten Woche, zudem den EMA 50 und hier eben diese kleine Stabilisierung. Sollte der S&P hier die 4438 nach unten auflösen, dann sehe ich den nächsten Halt tatsächlich ein Stück weit tiefer, nämlich erst bei 4372, also jetzt diese entsprechenden Preislevels hier auf der rechten Seite. Das Ganze dann im Rahmen dieses Abwärtstrendkanals durchaus mit der Gefahr gespickt, dass wir durch dieses tiefere Hoch, was wir Ende August jetzt gesehen haben, beziehungsweise halt, das war der 1.9. direkt genau zum September-Auftakt, das ist natürlich auch so ein Stück weit bezeichnend. Zum Monatsauftakt wird erstmal ein signifikantes Hoch gemacht und tieferes Hoch, also Hochpunkt, Tiefpunkt, Hochpunkt. Und jetzt ist die Frage, wenn die 4372 ansteuern, dieser Abwärtstrend sich hier bestätigt, dann kann es natürlich dazu kommen, dass wir hier die Niveaus von, in dem Fall dann eben Mitte August, Ende August aufgeben und wir dann hier nach unten tropfen. Und im Rahmen der Saisonalität erlaube ich mir mal dieses bärische Szenario. Praktisch so. Das ist eine Möglichkeit einer bärischen Marktentwicklung, die hier getriggert werden würde, wenn wir eben die 4438, 4440 aufgeben. Wir sehen hier diese Umkehrkerzenstabilisierung am EMA 50, wichtiges Level. Gehen wir darunter, dann bin ich mir relativ sicher, dass wir noch ein paar Tage weitere Schwäche sehen. Ob das hier in einer dermaßen großen Konsolidierung ausgeht, beziehungsweise Schwächephase, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, es ist dann sehr wahrscheinlich, dass wir auf jeden Fall die 4372 ansteuern und unter Umständen sogar neues Tief machen, also hier das Tief von Mitte August rausnehmen. Und dann ist natürlich die Frage, ob sich das Ganze auflöst, beziehungsweise dann eben positiv umkehrt oder ob der Markt dann hier tatsächlich weiter seine Schwächeszenarien fährt. Das wird sicherlich eben auch viel von der Geldpolitik abhängig sein und natürlich auch von diversen Quartalszahlen, die uns dann wieder erwarten im Oktoberverlauf. Praktisch hier an der Stelle wichtig, dieses bärische Szenario im Einklang der Saisonalität zu sehen, die wir eben hier bis ja, 10.9. Oktober vor uns haben. Das ist so ein Stück weit etwas Unbestreitbares. Und ganz klar torpediert, ihr kennt das, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich habe statistische Kennzahlen, ich arbeite wie gesagt gern mit dem Seasonal Bull und eben statistischen Rahmenbedingungen, eben aber auch der saisonalen Auswertungen, nur was zählt, ist der Chart. Und wenn wir hier einen Trigger sehen, und es ist ganz klar,
Das Hoch vom 1.9. und gleichzeitig haben wir hier bei 4.528 Punkten eine, sage ich mal, Preis-Action-Zone, wie ich das immer so gern nenne, Neudeutsch Liquiditätszone und was weiß ich nicht, was alles für Wörter dazu gibt. Tatsache ist, hier haben sich einfach Käufer und Verkäufer schon mehrmals getroffen und hier haben wir das Hoch vom 1. September, praktisch auch den Verlauf der Abwärtstrendlinie. Ergo, wenn wir hier hochgehen über die 4.530, so möchte ich es mal rund sagen, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Schwächephase, die wir hier seit Sommer, seit Juli gesehen haben, dann praktisch schnell beendet ist. Und das dürfte dann hier, ja, in Richtung Allzeithochs führen können, liebe Freunde. Das muss man ganz klar unterschreiben, dass dann hier sicherlich ja der Lauf in Richtung 4.800 eine nächste Konsequenz wäre. Ich hatte auch schon vor früheren Zeiten angemerkt, dass es mich auch nicht überraschen würde, wenn der Markt jetzt in einen zähen Seitwärtsverlauf übergeht. Ja, das muss man natürlich immer berücksichtigen. Ob wir jetzt hier ganz klare Aufwärtsimpulse sehen, beziehungsweise Abwärtsimpulse, das wird sich zeigen, aber technisch sieht das aktuell meines Erachtens sehr, sehr interessant aus. S&P 500 deswegen in den Augenschein nehmen. So, jetzt will ich noch ganz schnell den DAX noch machen und dann komme ich auch zu den besprochenen Einzelwerten. Und der DAX, das ist echt der Vehikel. Ich meine, wir sind hier schon kurz vorm Allzeithoch. Ihr wisst es aber um diesen schauderlichen Zustand, Kursindex, Performance-Index. Wir können uns ja auch gern den habe ich den eigentlich hier, den Kursindex? Habe den gar nicht auf Stock 3 gezeichnet, aber ich habe ihn auf meinem Big Picture, weil das interessiert mich auch tatsächlich nur unter Big Picture-Gesichtspunkten. Hier sehen wir sozusagen den ungepimpten DAX ohne Dividenden-Inkludierungen, so dann auch vergleichbar dem S&P und siehe da sind wir noch deutlich weit weg vom Allzeithoch, so wie beim S&P ja auch noch ein Stück weiter wir weg sind, schafft aber ein klares Bild. Wir sehen aber eben hier diese, ich sag's mal schon, schwierige Zone um 6.400, 6.500 Punkten. Ja, das ist eine Marke. Also wir sehen, der Index tut sich schon seit 2015 sehr, sehr schwer. Ja, und das werdet ihr auch wissen. Also ich meine, schaut euch eine Bayer an, schaut euch verschiedene DAX-Aktien an. Also die SAP, da bin ich auch investiert, übrigens auch wie in der Bayer, muss ich gerade feststellen. Wobei ich die in der Schwäche eingesammelt habe, glücklicherweise. Der Punkt, wobei Bayer bewegt sich irgendwie seit Monaten nur seitwärts. Die SAP-Aktie, dann ein anderes Beispiel, wirklich ein schönes Vehikel, schön gelaufen. Muss man sehen, ob man da nicht auch Teilgewinne mal mitnimmt. Aber Tatsache ist, generell der Markt natürlich großartig uninteressant, weil nur seitwärts. Der DAX ist eigentlich wirklich gepimpt durch diesen Dividendenschub. Deswegen sind wir auch nah an dem Allzeithoch. Aber es sieht eben hier auch, ja, ich sag mal, nicht wirklich spannend aus. Ja, der Kursindex zeigt sich kritisch und wir sind hier so ein Stück weit auf dem höheren Tableau, wo eigentlich nur noch so die Messerschneide definiert werden kann, nach dem Motto, wenn der jetzt hier nicht langsam wieder abprallt, dann passiert genau das, was ich hier schon im Prinzip im August orakelt hatte, nach dem Motto, der Index kann hier durchaus ein Stück weit absaufen, also ein Stück weit unter Wasser gehen, abtauchen, beziehungsweise hier dieses Level, und das ist durchaus ein signifikantes Niveau, die 15.700, wir müssen mit einem Stück weit einer Range arbeiten, wo ich das Ganze jetzt auf 15.570, 15.550 ausdehne. Ihr seht hier die letzten Tiefs, machen wir das Ganze mal ein bisschen größer. Wir sind übrigens hier im Wochenchart unterwegs, ne? Das ist nicht der Tageschart, Leute, aber genau dieses Niveau, diese Zone, ihr seht, hier wurde der DAX immer wieder aufgefangen. Ich sehe allerdings das Risiko, und dann haben wir hier die 15.570 als direktes Trigger-Level. Wenn der Index nämlich da rausrutscht, Unterstützungslinie, so, da haben wir sie. Gehe ich aber ein bisschen höher, damit ich so viel wie möglich die letzten Tiefs einfange. Also jetzt ein bisschen mal nach Zahlen. 15.550. Wir können es definitiv so definieren. Also der S&P ist ja bereits in einem intakten Abwärtstrend. Wenn der S&P ein Stück weit absauft, schaut es da immer in der Market-Korrelation auf andere Asset-Klassen, auf andere Werte, welche Signale hier aus Übersee kommen. Gerade im Rahmen dessen, jetzt gehen wir mal auch auf den DAX im Rahmen der, wo haben wir ihn denn? Da ist er. Der Saisonalität. Wie gesagt, die letzten 25 Jahre haben wir Dotcom-Blase, Finanzmarktkrise mit drin. Auf die letzten 10 Jahre sieht es ja nicht besser aus. Ja, da haben wir jetzt wirklich die Finanzmarktkrise ausgeblendet und auch die Dotcom-Blase. Es zeigt sich aber auch eine Schwäche im September. Und nun ja,
das ist Grund genug zu mutmaßen, dass wenn wir hier aufgeben, der Index hier tatsächlich jetzt dann erstmal ein Stück weit durchgereicht werden kann. Ihr seht es aber hier im Wochenchart, dass hier unten haben wir die Zeitskala, die Zeitachse, dass wir hier jetzt schon Anfang November sind, wenn denn der Markt so durchgereicht werden würde. Ja, also entweder sehen wir hier wirklich relativ starke Abgaben und auch relativ ja, schwungvoll, oder aber wir siechen eben hier mit kleinen Abgaben dahin, dann ist es aber tatsächlich so, dass der zeitliche Verlauf für einen Rücklauf bis 14.500 oder gar 14.000 Punkte ja, dagegen spricht. Weil, wie wir auch gerade gesehen haben und wie wir wissen, zum Jahresende, und da wird sicherlich auch viel Fantasie im Markt gespielt nach dem Motto, ja, was ist denn jetzt? Zinsanhebungen 2024, kommt da was, kommt da nichts? Wie werden die Notenbanken das generelle Problem der möglichen Rezession, das Ängste fahren, wobei natürlich das Thema, es kommt hoch, es kommt runter. Ich mag mich da auch gar nicht mehr so drüber, sag ich mal, auslassen. Wir können uns nur eben an dem Wording und an den Mutmaßungen der Notenbanken ein Stück weit orientieren, was sozusagen das nächste Mal Tacheles ist. Und es sieht eben anhand der Notenbanken, da rufe ich gerade mal auch wieder das Fed-Tool auf, so aus, dass eben der Leitzins hier gegenwärtig USA, wir sehen ja immer die Quotierung, ihr habt ja da praktisch den, ja, den Forecast, so nenne ich das jetzt mal, der Notenbanken. Und natürlich immer wieder, das ist immer dieser Floskel im Markt, ah, es ist abwarten, wie die Daten kommen und es wird sich natürlich in Abhängigkeit bewegen. Natürlich müssen sie das tun, um zu sehen, wie die Wirtschaft reagiert, beziehungsweise wie die Maßnahmen wirken. Und der Markt geht hier mit 93% davon aus, dass der Zins gleich bleibt. Ja, also keine weitere Zinserhöhung. Das würde ich unterschreiben. Und ich glaube sogar, dass das im Juli vielleicht sogar die letzte war, dass wir eben tatsächlich keine weiteren Zinserhöhungen sehen. Natürlich können die Notenbanken das jetzt nicht sagen, weil das wieder eine ganz andere Markthysterie auswerfen würde, wo dann eben auch wieder Folgeprobleme mit sich nimmt, nach dem Motto, jetzt haben wir in Kürze wieder billiges Geld, also raus die Maus, was geht. Sicherlich auch kontraproduktiv, aber also subjektive Meinung, ich gehe schon davon aus, dass wir eigentlich das Top der Zinsen gesehen haben. Das würde mich wundern, wenn das weitergeht. Also dann kann man davon ausgehen, dass die Korrekturen, die jetzt so ein Stück weit verhindert wurden, ich weise hier nochmal auf den Chart vom S&P 500 hin, ja, dass dann diese stärkeren Korrekturphasen dann meines Erachtens dann sicherlich nachgeholt werden dürften, gerade wenn es dann wirklich ein Stück weit eskaliert. Aber da sind wir jetzt, wie gesagt, nicht. Scheint Liquidität weiterhin dann Trumpf sein zu können. Wie gesagt, die Notenbanken haben gesehen, dass es wirkt, zumindest in verschiedenen Bereichen mit ihren Zinsmaßnahmen davor zu gehen. Und natürlich der Inflationsdruck, der sich ja in breiter Übersee übrigens abgebaut hat, auch zum Beispiel in unseren Peripherieländern wie in Europa. Ja, ich meine, in Spanien haben wir ganz andere Inflationsraten als in Deutschland oder Österreich. Das ist natürlich auch eine Herausforderung der Regionen, hier überhaupt den Gleichklang zu schaffen. Aber das haben, sage ich mal, große Staaten natürlich immer, weil sie natürlich unterschiedliche Regionen haben. Aber das musst du erstmal unter einen Hut bringen. Aber faktisch, das wird die Aufgabe sein, wenn wir ins Jahr 2024 blicken, ob die Notenbanken das entsprechend lösen können. So, jetzt will ich aber neben diesem Rundumblick, PayPal kam jetzt keine Nachfrage. Ich hatte vorhin mal gefragt. Ich sehe aber vom lieben Thomas IBM vielleicht. Boah, die Aktie habe ich mir mit Verlaub. Ich weiß gar nicht, das ist schon ewig her. Aber lass uns mal kurz auf die Saisonalität schauen. IBM, 61 Jahre New York Stock Exchange. Das ist mal ein statistischer Graph, der mir gefällt. Jetzt gehen wir mal erstmal auf das Gesamtbild. Wird auch hier deutlich, dass wir September, Oktober echt eine Phase, und da will ich jetzt gar nicht so groß auf IBM rumreiten, weil ich ja noch zwei andere Aktien dabei habe, aber eine Phase sehe, die hier mit größerer Schwäche daherkommen könnte. Aber nehmen wir uns doch mal die IBM gerade mal vor. Schauen wir uns die doch mal an. So, Aktie. Chart Euro wollen wir jetzt nicht haben. Jetzt kommt hoffentlich der US-Chart. Gut, den klären wir jetzt mal. So, Chart zurücksetzen. Jawohl, wir entfernen erstmal alles, haben den Blanko-Chart und eine schöne Charttechnik macht es möglich, dass wir hier eine kleine Vorlage direkt schon am Start haben. Übrigens auch hier Rainbow Trading List grüßen.
kann ich mir direkt den Rainbow-Chart zaubern, also die Funktion mit Heike-Nashi-Kerzen auch gern, wer es mag. Also hier wunderbar funktional, diese Chart-Software, wie ich finde. Und jetzt haben wir IBM im Prinzip hier am Start. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Denn am Ende des Tages haben wir hier eine große Seitwärtsphase. Man muss aber auch sagen, im Rahmen der Krisen, im Rahmen der Eskalationen hat sie sich eigentlich relativ gut geschlagen. Also die IBM in der letzten, ich will es mal sagen, fünf bis 8 Jahre. Also großartig seitwärts, aber relativ unspannend. Wir haben hier diese Range und das kann man hier eben tatsächlich im Unterstützungsbereich, ich arbeite jetzt mal ein Stück weit mit Balken, das macht es einfacher, zusammenfassen, dass die Aktie per se jetzt wirklich uninteressant ist. Also ich finde die jetzt wenig berauschend. Wer sie besitzt, hat sie wahrscheinlich auch aus Dividendengründen. Das ist okay. Ansonsten sind wir jetzt hier und das ist das einzig Spannende. Natürlich im Rahmen der Preisentwicklung an einem Punkt, der es hier generell möglich macht, dass wir diesen jahrelangen Seitwärtslauf unter Umständen aufbrechen. Ja, jetzt haben wir nur die eben gerade gesehene Saisonalität. Und das ist jetzt genau das, wo ich jetzt die IBM mal ganz kurz im Ad-Hoc-Charting, um nicht zu sagen, das macht mir eigentlich immer am meisten Spaß, das habe ich früher bei meinen Vorträgen immer gemacht. Also Live-Analysen, gibt es mir einen Chart und ich analysiere die innerhalb von wenigen Minuten und bewerte eben Chance-Risiko-Verhältnisse. Da mache ich manchmal bei meinen eigenen Investments, mache ich manchmal viel zu kompliziert, sage ich mal. Ich müsste das eigentlich immer machen. Da sitze ich manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde an verschiedenen Zeitebenen und Charts. Aber letztlich kann man das relativ schnell runterbrechen. Wenn mir die Aktie gefällt und die IBM ist per se langweilig, nur in der gegenwärtigen Chartsituation schön anzuschauen. Und sehe ich gerade Horst WOT. Ja, JFD ist nicht per Stand auf der WOT. Das wird sich vielleicht im nächsten Jahr anders darstellen im Rahmen unserer neu aufgerissenen Kooperation. Ich sprach ja eingangs von der neuen Website und das wird auch wieder ein bisschen ein Stück weit was relaunchen. Da steht auf jeden Fall einiges Großartiges in der Pipeline und das könnte dazu führen, dass wir auch ein Stück weit wieder auf die WOT gehen. Aber momentan wir nicht, ich schon. Also ich bin selber schon auf der WOT. Wir haben auch ein Buchsponsoring mit dem lieben Christoph Enslin über Algo Trading. Da kannst du, lieber Horst, wenn vor Ort, auch ein Buch erhaschen. Kostenfrei, kostet eigentlich 30 Euro, sind wir aber auf der Messe unterwegs und im Rahmen der Aktion, die wir da starten, kann man dieses Buch erhaschen. Und noch mal ein paar hundert Stück dabei, schauen wir mal, was geht. Tatsache aber hier, zurück zum Chart, Struktur, Unterstützung verteidigt, per se ein Aufwärtsimpuls. Und jetzt natürlich die Frage, gehen wir weiter nach oben? Die Saisonalität torpediert das, aber das gilt es eben jetzt einzufangen. Man kann im Prinzip darauf lauern, dass die Aktie nochmal bis in den Bereich 140 Dollar zurücksinkt. Das ist jetzt für mich meines Erachtens das Key-Level, welches erreichbar sein könnte, sofern wir einen größeren Korrekturmarkt sehen. Andererseits achtet auf das Level von 150 Dollar. Sollte die Aktie nämlich hier durchgeschoben werden, dann wären wir beim S&P vielleicht auch im Ausbruchsmodus. Der DAX hätte die gegenwärtigen Zonen verteidigt und wir sehen eben einfach einen weiteren Aufwärtslauf. Und die Aktie ist sehr dynamisch, konsolidiert gerade auf hohem Niveau. Jetzt muss man wirklich sehen, wie die nächste Ausbruchsrichtung aussieht. Wir haben hier erst schon eine Situation gesehen im Dezember, November letzten Jahres. Ah, da muss man einfach sagen, sie hielt sich genau in dieser Zone zwischen 145 und 150 schon zäh auf und wurde dann aber doch abgestraft. Deswegen hier beobachten. Was macht die Preisaction? Favorisieren würde ich einen kurzen Rücksetzer, idealerweise bis hier. Das wäre praktisch beide Dip. Das wäre meines Erachtens das Idealszenario, um in die Aktie reinzukommen. Da der Trend aber gegenwärtig intakt ist und wir eine hohe Konsolidierung sehen, würde es sich auch anbieten, dass man über 145 sozusagen auf der Long-Seite bleibt. Das wäre sozusagen hier, jetzt muss ich das Level noch mal ein bisschen genauer skizzieren. Ja, 145, dass man oberhalb dieses Levels engagiert bleibt und darauf setzt, dass die eigentlich weiter hochhängt. Also wir haben hier im Prinzip mit diesen Rückläufen immer wieder schöne, ja, sage ich mal, strukturelle Ansätze gesehen. Spekulativ kann man sie kaufen. Unterhalb von 145 würde ich eben auf eine eher Korrektur setzen, um sie hier bei 140 nochmal zu einzusammeln. Unterhalb von 140 IBM eher kritisch. So, jetzt muss ich das nochmal abspeichern als Chart und wir das vielleicht beim nächsten Mal aufrufen. Hier übrigens der Score.
mäßig, will ich sagen. Ja? Also der Score von IBM. Wobei, wie gesagt, ich habe Aktien im Portfolio, die haben einen Score von irgendwie 10% und dann habe ich wieder Aktien, die haben einen Score von 80% und die performen aber komplett divergent. Also die mit dem niedrigen Score ist top und die mit dem hohen Score ist ein Flop. Also am Ende des Tages muss man sich sein eigenes Bild machen, nur auch im Rahmen der Clusteranalyse. Herrliche Daten, wo es aber hier hin und wieder aber doch eben stärkere Wachstumsschwächen gibt, will ich mal sagen. Das sieht man auch, wenn man hier so durchscrollt. Performance okay, aber ich sag mal, es weicht sich nach unten hin auf. Also insofern IBM trotzdem spannend. So, jetzt habe ich aber die Aktie mitgebracht, die mit dem Aktienrückkaufprogramm lockte. Und zwar hatte da gestern liebe Sascha Gebhardt, kenne ihn persönlich, habe ihn vor vielen Jahren mal getroffen bei Börse Go, Aktienhändler seines Zeichen lebt vom Aktienhandel und das war die Headline. Und das ist durchaus interessant. Sowas sieht der Anleger selten. Doch diese 17%, kann man den Artikel lesen bei Stock3, weil ihr hier im Webinar seid, wie gesagt, zum Plus-Artikel. Ich glaube, da brauchst du ein spezielles Abonnement. Siehst du hier, um was es geht. Das ist die Arch. Ich werde es jetzt mal aufrufen. Den Chart habe ich nämlich schon gezeichnet. So, da haben wir das Vehikel. Aktion, Chart. So, da steht halt, wie gesagt, vieles im Artikel. Und die Aktie ist unlängst wegen den schwachen Quartalszahlen abgestraft worden. Aber das Unternehmen kauft massiv zurück. Wie gesagt, im zweiten Quartal. Und laut Artikel sind sie auch dabei. Das ist hier der CEO Gary Friedman. Da geht aufs Ganze. Und die haben sich halt hier auch ordentlich rausgelehnt im Rahmen ihrer Investition. Und man hat hier im Prinzip diesen Wert, der in einem Abwärtstrend gegenwärtig steckt, hier eine Konsolidierungsbasis hat. Hier meines Erachtens eine sehr, sehr starke Price-Action-Zone. Und idealerweise droppt die Aktie noch ein Stück weit runter, auch im Rahmen, wie gesagt, Saisonalität, Schwäche, S&P noch mal ein bisschen durchschnaufen. Das wäre natürlich hier am Ende des Tages ein Punkt, wo ich sage, spannend, um dann hier diese langfristige Aufwärtstrendlinie zu testen, die übrigens hier seit 2017 herkommt. Und da könnte man meines Erachtens lauern. Ja, keine Handelsempfehlung. Ich selbst habe die Aktie nicht im Portfolio, bin aber aufmerksam geworden. Was natürlich unsexy ist, die hat keine Dividenden. Es ist ein spekulatives Investment. Also wie gesagt, die operative Marge ist in der Entwicklung. Man hat auch hier verschiedene Key Levels. Hier unten haben wir sie. Ja, da sehen wir das KGV. Ist eigentlich 23 relativ hoch, nimmt aber auf 24 gesehen wieder ab, gegenwärtig auf aktuellem Kursniveau. Man muss eben sehen, dass die Aktie ein spekulatives Investment ist und bleibt, also generell die Aktie. Und hier, wie gesagt, nach den jüngsten Schwächeverläufen kann man durchaus im Rahmen des Vorstands, aber man könnte auch zum Beispiel bei MicroStrategy, ja, wenn man da sozusagen auf den Unternehmenschef oder auch, ist er das eigentlich mittlerweile noch, dann Mr. Michael, aber auf der anderen Seite, all in Bitcoin, ja, das muss man natürlich wissen, ob das so viel Sinn macht. Also da muss jeder so ein Stück weit auch hinter die Kulissen schauen. Ich will eben nach diesem fundamentalen Skill hier, Clusteranalyse lässt grüßen, den Chart betrachtet wissen und der sieht eben hier tatsächlich interessant aus, sodass man sagen kann, hey, die Aktie befindet sich in einer Phase, die hier durchaus ja, interessant erscheint, solange wir nicht unter die 230 zurückfallen. Obacht geben, dieses Level wäre hier der Sell-Off-Trigger, dann würde ich auch von einem größeren Korrekturmarkt auf breiter Front ausgehen, soll heißen, wenn die Aktie hier die $230 aufgibt, eieiei, dann sind wir schnell bei 155 und dann geht das Ganze natürlich meines Erachtens relativ schnell weiter gen Süden. Das aber an der Stelle tatsächlich ein interessanter Pick, wie ich finde und für euch jetzt am Start habe. Und jetzt haben wir hier praktisch die IBM uns angeschaut, auch kurzerhand durchgewischt. Und jetzt sehe ich gerade Nvidia, eieieiei, die Nvidia-Aktie, ein Vehikel. Ne? Wer hätte sie nicht gern schon 2010 im Depot gehabt? Ich muss sagen, ich habe mich bei dieser Chip-Geschichte generell rausgehalten. Wohlweislich, im Nachgang ist man immer schlauer. So, mal gucken, Nvidia habe ich direkt mal raufgeholt. Ja? Jetzt mal gucken, dass hier den Chart aktuell, wie sieht das jetzt, kommt da jetzt haben wir. Gut, wir wissen alle um die Tatsache, was Nvidia da bietet, was abgeht. QI-Chips, unglaubliche Wertsteigerungen. Aber auch sie kann sich hier letzten 24 Jahre, letzten 10 Jahre sogar relativ stabil, trotzdem nicht wirklich diesem September-Drop entziehen. Und Nvidia habe ich meines Erachtens auch als Chart am Start. Als Chart am Start, was für eine geile Floskel. Wartet,
nehmen wir sie doch mal rein, wenn sie denn gewünscht wird. Dafür sind wir doch auch hier da. Ich hätte jetzt noch die Black Rock machen wollen, aber schenken wir uns das, schauen wir uns den Nvidia an. Relativ ungeschminkter Chart. Ausbruchspotenzial. Ja, wir brauchen jetzt nicht über Überbewertung und Spekulation reden. Nur, und das ist doch wohl einfach mal stark, Leute. Wir haben hier eine Aktie, die absolut eskaliert ist, möglicherweise noch eskalieren wird, weil einfach die Zukunftsaussichten mehr als rosig dargestellt werden. Und wir haben jetzt im Rahmen dieser Saisonalität letzten 15 Jahre bis in den Oktober hinein All-Time möglicherweise eine kleine Schwäche. Und so ein bisschen der Rauch des Hypes hier mit diesem Gap-Up oder Up-Gap vielmehr von über 30%, was wir hier im Mai gesehen haben, das hat sich jetzt so ein bisschen beruhigt. Wäre es meines Erachtens doch hochinteressant, wenn die Aktie in Richtung 400 nochmal laufen würde. Das wäre super interessant. Wir reden hier nur in Anführungszeichen über, in Anführungszeichen, ja, 10%. Die man die Aktie vielleicht günstiger erhalten könnte, wenn sie denn diesen Rückläuf tatsächlich macht. Ja, wenn sie sich also jetzt in den nächsten, das ist der Tagesschart, in den nächsten Tagen im Septemberverlauf, Oktober hinein, hier in dieses Level hinabbegibt, könnte man sie 10% günstiger erwerben. Faktisch ist, wenn sie die 405, ist ja dieses Unterstützungsniveau, wenn wir die 400 aufgeben, dann ist relativ wahrscheinlich, dass wir hier auch ein Gap Close sehen. Also, dass dieses Gap hier möglicherweise geschlossen wird und dass die Aktie dann anständig durchgereicht wird. Ich will sagen, oberhalb von 400, 405 kann man hier tatsächlich prozyklisch weiter long sein. Einfach die Story spielen, einfach die Zukunftserwartung, ob die Masse richtig liegt. Man weiß es erst am Ende, wenn das Licht angeht. Aber es ist natürlich hier trotzdem so, dass die 400er Marke ein signifikantes Level darstellt, das, wenn es erreicht wird, als Pullback-Chance hochinteressant aussieht. Und falls es eben durchrissen wird, was ich jetzt tendenziell mal nicht in Frage stellen will. Hier haben wir den nächsten Supportbereich, den ich jetzt mal aufgrund der Price Action vom Mai so ein Stück weit eruiere. Das wäre sozusagen die nächste Haltezone, aber darunter 375 wäre meines Erachtens dann der Freifahrtschein nach Süden gelöst. Dann kann man davon ausgehen, dass Nvidia auf jeden Fall einen richtigen Korrekturimpuls vollzieht. Wenn auf der Gegenseite das hochgespielt wird, also hier wieder die Niveaus um 480, 481 Dollar attackiert werden, dann kann man hier meines Erachtens, das haben wir hier mit dem Gap Up, diese Geschichte, diese 30% nochmal drauflegen und dann würde die Aktie eher früher als später die Niveaus um 600 Dollar und höher überschreiten. Dass das zum Jahresende passiert, wenn mal wieder der richtige Knaller kommt, der richtige Hype, weil stellt ihr vor, jetzt werden die Zinsen wirklich gesenkt. Also Zinsen gleichbleibend wahrscheinlich sowieso erstmal. Ich glaube halt, wie gesagt, nicht an Zinsanhebung. Das heißt aber nicht zwingend, dass wir jetzt unbedingt die Zinsen senken. Wenn es aber dazu kommen würde, dann dürfte das einen ultimativen Hype am Markt auslösen. Und dann ist die Nvidia, glaube ich, relativ schnell bei 600 Dollar. Andernfalls, und wir reden hier über eine krasse Range, kann die auch, wenn sie die 400 Dollar, 375 als Trigger aufgibt, auch ganz schnell bei 300 Dollar landen. Und das ist doch mal Spekulation, wie sie im Bilderbuch steht. Wenn ihr spekulieren wollt, Leute, dann immer mit dem richtigen Risikoansatz. Überlegt euch, was ihr verlieren könnt. Und dann am Ende des Tages, wenn ihr reingeht, nutzt die Charts, Massenpsychologie pur. Und wer Lust hat, morgen bin ich bei der VTAD in München mit einem Vortrag rund um den Seasonal Bull. Ende der Woche bin ich dann in Stuttgart, da allerdings nur für Mitglieder der VTAD. Den Verein kann ich euch auch mal zeigen, den sponsern wir übrigens. Also sponsern, wir haben da so einen Sponsorship wie einige andere Broker oder auch Trading Services on top. Aber hier, wie gesagt, kann man viel lernen und hier ist es einfach der Club, der sozusagen rund um die technische Analyse seine Mitglieder vereint in verschiedenen Großstädten. Und ja, da sehen wir auch den André Stacke, sicherlich bekannt, dem einen oder anderen Dr. Gregor Bauer hier. Und meine Wenigkeit, wie gesagt, tanzt hier auch schon seit langer Zeit umher. Und hier haben wir die Mitgliederversammlung am Samstag und da bin ich am Start mit einem Special-Vortrag. Ansonsten WOT, wie gesagt, seid ihr herzlich eingeladen. Wer mag, schreibt unseren Support, gibt mal Bescheid, können wir auf jeden Fall gern auf ein Gespräch eintauchen und ansonsten lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Märkte denn da in Zukunft darbieten. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Handelstag. Wir haben es 12 Uhr. Genau jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr es gehört habt, aber mir kam jetzt dieser Erinnerungssound von der Software nach dem Motto volle Stunde. Jetzt ist der nächste Task im Flow und der heißt Wasser trinken, kurz Cooldown und dann geht's bei Reiz in die nächste Action. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Handelstag. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja,
gebt uns ein positives Feedback. Ich wünsche euch alles Beste, alles Gute, auf bald. Euer Chris sagt erstmal Tschüss. JFT, just fair and direct.